Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Es ist gerade Freitag, 3:30 Uhr nachts, morgens, je nachdem wie man sieht. Ich bin anscheinend gestern Abend ziemlich früh schon eingeschlafen. Bin deshalb gerade eben aufgewacht mit einer angeschalteten LED-Beleuchtung, die ich anscheinend gestern angelassen habe. Und ja, keine Ahnung, es passiert eh nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns nach der Schule wieder. So, ich bin jetzt gerade aus der Schule zurück. Tim ist auch hier und wir gehen jetzt noch zum Einkaufszentrum oder so, essen da was, gucken uns ein bisschen bei Saturn um oder was auch immer. Und ich nehme die Kamera zwar mit, aber ohne Mikrofon, ohne Reden, und ich würde sagen, wir sind gleich wieder. Ich bin jetzt schon ein bisschen wieder zu Hause, Tim ist jetzt aber gerade gegangen. Und ja, wir waren jetzt gerade, wie gesagt, im Einkaufszentrum und bei Saturn. Und bei Saturn habe ich auch das Galaxy S8 gesehen und ich muss sagen, ich habe zwar anfangs gesagt, ja, es ist bis auf das Display ist halt keine Änderung zum S7 und das ist eigentlich auch fast so, aber dieses Display sieht halt schon echt richtig, richtig geil aus, das muss ich schon sagen, das muss ich dem S8 schon lassen. So, was ich mir noch geholt habe, ist einmal dieses Kabel hier, das ist ein Micro-HDMI auf HDMI-Kabel, das wollte ich mir schon letzte Woche holen, da gab es das leider nicht, diese Woche gab es das. Und was dieses Kabel macht, zeige ich euch einmal kurz. Ich habe jetzt gerade dieses eine Ende vom Kabel hier in die Kamera gesteckt und das andere Ende in den Monitor. Und jetzt sehe ich einfach das, was sonst hinten auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird, auf meinem Monitor. Und ich zeige euch das einmal kurz. So. Ihr seht, hier ist mein Monitor, das wird jetzt hier alles so gespiegelt. Aber ich zeige euch den hier mal so. Und das ist einfach übertrieben praktisch, wenn ich die Kamera halt hier irgendwie so auf dem Stativ stehen habe oder so und halt nicht ein Vlog mache, sondern halt ein Video, wo die Kamera hier fest steht. Und dann kann ich halt auf dem Bildschirm, auf meinem Monitor halt einfach gut sehen, was die Kamera gerade sieht und die ganzen Einstellungen und so machen. Und das ist einfach übertrieben praktisch. Und dieses Kabel ist ja schon ganz cool, allerdings habe ich mir noch was gekauft und denke mir, ihr habt es bei den Aufnahmen im Saturn eh schon gesehen, und zwar diese Maus, die Logitech MX Master. Und die wollte ich mir schon ziemlich, ziemlich lang holen und die hat eben immer irgendwie, keine Ahnung, 70, 75, 80 Euro oder sowas gekostet. Und jetzt war ich heute bei Saturn, habe gesehen, die ist im Angebot für 50 Euro. Und da ich mir die eh schon ziemlich lang holen wollte und ich die auch ziemlich cool finde, habe ich mir gedacht, da nehme ich die jetzt einfach mal mit. Was das aber genau ist, zeige ich euch jetzt erstmal gleich nach dem Essen. So Leute, nächster Tag. Wir haben gestern Abend noch einen Film geguckt und so weiter. Jetzt ist es Samstag und ich wollte euch ja noch die Maus zeigen. Also würde ich sagen, stelle ich die Kamera jetzt einfach mal hier hin. Und zwar Leute, haben wir hier die Maus. Das ist die Logitech MX Master. Hier habe ich euch ja schon gezeigt, dass die ist. Hier mit einer relativ coolen Verpackung kann man hier so aufklappen und mit einem Magnet wieder zu. Zack. Und die Maus wollte ich mir schon relativ lange holen. Die war jetzt, wie gesagt, bei Saturn statt 70 Euro oder so, hat die nur 50 Euro gekostet. Und jetzt klingelt das Telefon, alles klar. Zwar habe ich mir diese Maus jetzt weniger zum Zocken geholt, weil die zum Zocken auch gar nicht so geeignet ist, sondern das ist halt mehr so eine Multimedia-Office-Maus und da ist halt auch zum Videoschneiden gut und so weiter. Im Grunde genommen werde ich sie für alles benutzen, außer fürs Zocken, weil sie halt einfach gut in der Hand liegt. Sie hat an der Seite trotzdem die Knöpfe, sie ist halt einfach kabellos, was ultra praktisch ist. Was haben wir hier? Eine Bedienungsanleitung, die brauchen wir eigentlich nicht. Einmal das Kabel zum Aufladen von der Maus und dann natürlich die Maus selber. So sieht die ganze aus. Ich zeige euch die. So. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. So. Ich würde sagen, ich schließe die Maus jetzt einfach mal an meinem PC an und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe die Maus jetzt verbunden und sicher eine Stunde lang in der Software das da alles eingestellt, weil man kann da wirklich alles einstellen. Also halt normalerweise kann man halt so Zeigergeschwindigkeit, Scrollgeschwindigkeit und halt die einzelnen Knöpfe oder so noch einstellen. Aber hier kann man auf die Knöpfe wirklich alles drauflegen, also jede einzelne Funktion. Man kann da sagen, da ist sicher eine Liste mit 20, 30 Sachen oder so, was man da alles einstellen kann. Und das habe ich jetzt alles gemacht, funktioniert sehr gut. Und ich muss sagen, die Maus ist schon ziemlich geil. Und ich versuche jetzt, glaube ich, von dem Schreibtisch noch mal ein bisschen so die Kabel aufzuräumen, weil ihr könnt das hier, glaube ich, sehen. Hier sind wirklich, ja,
das sieht echt nicht ordentlich aus und vor allem, weil die Maus ja wireless ist und ich theoretisch auch diese Tastatur verwenden könnte. Ich habe das Ganze jetzt mal einigermaßen umgeräumt und ihr seht hier von vorne sieht das Ganze zwar ein bisschen cleaner, ein bisschen sauberer und so aus, allerdings ist es kein großer Unterschied, sondern der große Unterschied ist einmal hier hinter dem Bildschirm, da ist nämlich wirklich, ja, fast gar kein Kabel mehr, noch so ein, zwei Kabel, aber ich meine, irgendwie muss der Bildschirm ja auch mit Strom versorgt werden, aber da ist eben fast gar kein Kabel mehr und ich habe hier unterm Schreibtisch das mit den Kabeln nochmal ein bisschen verändert, da liegen zwar immer noch Kabel und so, aber ich kann den Schreibtisch jetzt auch mal auf Stehhöhe hochfahren, so, und dann seht ihr, sieht das Ganze vielleicht so ein bisschen komisch aus. Aber ich kann hier einfach im Stehen dran arbeiten, das ist für den Rücken besser, das ist manchmal einfach irgendwie komfortabler und so. Und es war vorher halt auch einfach dumm von mir, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch besitze, allerdings unten so viele Kabel dran hängen, dass man ihn gar nicht höhenverstellen kann. Das funktioniert jetzt und ja. Es ist 16.33 Uhr. Und meine Mutter hat gerade Kuchen gebacken, das heißt, wir essen jetzt erstmal Kuchen. Mein Schreibtisch habe ich ja soweit eigentlich fertig, da wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich da machen soll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Es ist mittlerweile einfach schon nach 8 Uhr abends und ich habe gefühlt mindestens 3/4 des Tages damit verbraucht, bei der Software von meiner Maus, von der MX Master jetzt, die Tasten zu programmieren, weil es da einfach übertrieben viel zu programmieren gibt, weil man das einfach für jedes Programm einzeln programmieren kann, weil man bei Mac da einiges mit der Gestensteuerung machen kann und pro Taste gibt es dann locker 30 Optionen, wo die Hälfte nochmal 5 Unteroptionen hat. Und ich meine, das Ganze ist praktisch, aber es dauert halt einfach eine Weile. Und ich kannte das mit der Software schon von meiner Razer Deathadder Chroma, allerdings gab es da lange nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, sondern halt einfach die Einstellungen, die man für Gaming brauchte, so. Und die MX Master ist natürlich keine Gaming-Maus, sondern mehr so eine Multimedia, Allrounder, was auch immer Maus und da braucht natürlich wirklich jeder was anderes und da braucht man auch oft in anderen Programmen was anderes. Ich habe jetzt gerade noch Pizza gegessen, das hat auf jeden Fall gut geschmeckt und ich wollte auf meinem Monitor jetzt immer mal irgendwas anmachen, damit er nicht einfach schwarz ist. Habe bei YouTube nach 4K Wallpaper gesucht und habe das hier gefunden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Video hier so gut rüberkommt oder wie gut man das auf der Kamera hier sieht, aber das sieht von den Farben einfach richtig, richtig geil aus dem Monitor. So Leute, ich schneide gerade das Video und habe gesehen, dass die Abmoderation einfach fehlt. Warum genau, weiß ich nicht, denn dass ich das Video aufgenommen habe, ist auch schon wieder 2,5 Wochen her. Ich schneide das jetzt gerade am 30. Mai, aufgenommen habe ich es am 13. Mai und kommen wird es wahrscheinlich so am Anfang Juni oder so. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier drauf drücken, meinen Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn morgen gibt es nämlich wieder einen Vlog, da fangen dann die Ferien an. Für mich sind die Ferien zwar schon wieder vorbei und gestern hat bei mir die Schule wieder angefangen, aber ich habe halt einfach die Ferien gebloggt und in den Ferien nicht geschnitten und so, aber das erkläre ich dann alles auch in späteren Vlogs. Also ich würde sagen, gerne abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen in dem Ferienvlog wieder und ciao.